schon dunkel geworden. Hier steht die Concorde. Ja, dann kann man reingehen. Das werde ich jetzt machen. Wie Tupolev. Kann man auch reingehen. Ja, so sieht die von hinten aus. Es ist aber kein bequemes Flugzeug gewesen. Das sieht man, wenn man reingeht. Aber wer hatte schon das Vergnügen, mit diesem Flugzeug zu fliegen? Also ich kenne natürlich niemanden. Zur Technik hier. Ich bin drinnen. Bis zum Cockpit vorgelaufen. Ja, leider sieht man jetzt nicht viel. Keine Taschenlampe dabei. Probieren wir so. Ja. Leider spiegelt es. Ja. So sah das aus. Naja, man sieht dadurch trotzdem etwas mehr. Sehr eng, das Flugzeug, sehr eng. Hier ist echt problematisch zu laufen. Ah, hier ist offen. Das zeige ich euch gleich. Weil das natürlich so schräg steht. Hier sind die ganz kleinen Fensterchen. Hier haben sie. Plexiglas sind, dass man das nicht anfassen kann. Also so eng war der Gang. Wirklich nur wenige Zentimeter. Da musste man natürlich einen sehr schmalen Wagen für Getränke und so weiter haben. Also ja, Leute haben viel Geld dafür gezahlt, in dem Flugzeug zu fliegen. Und es ist kein bequemes Flugzeug, kein bequemes Fliegen gewesen. Das war für Flugbegleiter wahrscheinlich. Ja, Toilette gab es natürlich auch. Ja. Okay. Ich gehe wieder raus. So, das ist erst dann alles. Ja. Ich glaube, das ist hier links und rechts. So. Und jetzt geht's runter und schauen wir uns diese Tupolev an. Ob die anders ist. Das sind die. Eine Kopie mehr oder weniger von diesem Flugzeug hier, von der Concorde. Aber schauen wir uns auch genauer an. Da drüben ist das Stadion von Hoffenheim. Ja. Sieht man noch die Concorde. Letzte Bild von der Concorde. Hier steht Sinsheim. Und hier in Sinsheim. So. Museum Sinsheim. So, hier ist diese Tupolev. Da kann man auch hoch. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Ja. Also die Triebwerke sind hier mehr rund. Bei der Concorde eckig. Ansonsten die Form ja, sehr ähnlich. Also, Tupolev 144, die U-144. Ja. Tupolev ist nicht so lange geflogen wie die Concorde. Die Concorde ist länger geflogen, aber dann gab es diesen tragischen Unfall, wo sie beim Start explodiert ist und dann haben sie auch den Flugbetrieb eingestellt. Das war ja mehr für reiche Leute, die schnell nach New York fliegen wollten.
Nun war er wirklich schnell. Hier ist die Spitze, die Schnauze. Riesige Triebwerke. Die war nicht viel schlechter wie das Original. Es wurde aber auch zu ungefähr gleichen Zeit fertiggestellt, oder war der erste Flug. Also irgendwie wussten beide voneinander, dass die Franzosen das bauen, die Franzosen, Engländer. Das war ein Gemeinschaftsprojekt und dann haben die das auch nachgebaut. Daten, Erstflug 68, da muss ich eigentlich mal nachschauen. Weil hier steht auch, da war das erste Passagierflugzeug der Welt, das Überschallgeschwindigkeit erreicht hat. Und doch vor der Concorde. Dass ich irgendeinen Scheiß erzählt habe. Das muss ich nachgoogeln. Stand sicherlich da vorne, ich habe es nicht gelesen. Die Tupolev 144, also der Erstflug war tatsächlich 3 Monate vor der Concorde. Aber nur 3 Monate. Ja, die Sitze sahen bei der Concorde schön aus. Ganz kurz noch Richtung Cockpit. So. Ah. Ja. Enge Geschichte. Aber die Toiletten sahen da auch nicht viel besser aus. Noch ein paar Schritte. Das Cockpit ist hier besser beleuchtet. Ich sehe jetzt schon. Entweder ist da die Beleuchtung kaputt oder einfach blöd gemacht. Im Sommer mag es kein Problem sein. Da es noch lange hell ist, aber im Winter ist ein Problem. Hier sieht man echt viel mehr. Sieht man gut. Ja, wir sollen da durchblicken bei so vielen Schaltern. Aber die mussten. Viel Sicht hatten die nicht durch diese kleinen Fenster. So war das früher. So Leute, ich gehe jetzt wieder raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, liked mich, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns demnächst beim nächsten Abenteuer. Bis dann, ciao.